Daten bewegen können. Das Experiment hat ja von vornherein, die Versuchspersonen waren ja durch den Instruktor, durch den Versuchsleiter angewiesen, nur eine Hand zu bewegen. Ob sie die andere noch hätten bewegen können, wurde überhaupt nicht überprüft. Es ist ja zunächst einmal das Hirn permanent tätig. Ja. Ein Art heißes Rauschen findet statt. Ja. Die Neuronen feuern. Ja, und dies nimmt irgendwelche selbstgemachten Gestalten ab. Eigentlich ist die Selbsttätigkeit des Gehirns zunächst mal die Grundform. Es ist immer tätig. Ja, natürlich, ja. Ja. Und jetzt bildet sich daraus etwas, ja, jetzt von den Neuronen her gesagt, ja, was Struktur hat. Ja. Wäre es eigentlich schlimm, wenn diese Struktur begleitend wäre? Dass also gewissermaßen die Summe aller Tätigkeiten in einem Menschen schneller ist oder teilweise schneller ist als der Notarkopf, der das wahrnimmt. Das heißt, das Bewusstsein darf doch ruhig eigentlich überhaupt nachträglich sein. Ja, also ich würde erstens nicht unterscheiden zwischen Prozessen im Gehirn und dem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist... Nach allem, was wir wissen, ist es zumindest sehr wahrscheinlich so, dass das Bewusstsein realisiert wird. Das, was wir als Bewusstsein erfahren, realisiert wird durch Prozesse in unserem Gehirn. Man kann also sagen, bestimmte Prozesse in unserem Gehirn sind identisch mit unserer Bewusstseinserfahrung. Wir erfahren sie nur aus einer anderen Perspektive. Der Neurobiologe erfährt sie aus der Perspektive der dritten Person, wir aus der Perspektive der ersten Person. Zweiter wichtiger Punkt, ja natürlich, wir müssen natürlich davon ausgehen und wir sollten davon ausgehen, dass Willensentscheidungen nicht aus dem Nichts kommen, sondern die sollen ja gerade unsere Erfahrung reflektieren. Also es wäre ja völlig sinnlos, wenn wir bei einer Willensentscheidung unsere Erfahrung oder unser Vorwissen außer Acht ließen. Und diese Erfahrung und dieses Vorwissen, die sind natürlich in unserem Gehirn repräsentiert und werden dann durch verhältnismäßig komplizierte Verschaltungen in diese Willensentscheidung einbezogen. Wie das im Einzelnen genau passiert, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Was man weiß, ist, dass zum Beispiel Emotionen eine ganz große Rolle spielen, also emotionale Reaktionen eine ganz große Rolle spielen, wenn es darum geht, frühere Erfahrungen mit in unsere Entscheidungen einzubeziehen. Also wie das im Einzelnen funktioniert, ist unklar. Was klar ist, ist, dass sehr viel davon unbewusst passiert. Aber das ist ja auch unproblematisch. Natürlich, und jeder weiß, dass das sehr viele der Erfahrungen, auch sehr viele der Entscheidungen, sehr viele der Überzeugungen, die er hat, im Moment einer Entscheidung nicht bewusst sind, aber natürlich trotzdem entscheidungswirksam werden. Also wenn ich mir einmal vorgenommen habe, was weiß ich, mit dem Auto nicht schneller als 50 in der Stadt zu fahren, dann kann diese Entscheidung und meine eigene Überzeugung natürlich wirksam werden, auch wenn ich mir nicht jedes Mal oder nicht ständig, während ich durch die Stadt fahre, vorsage, ich darf hier nicht schneller als 50 fahren oder mir das bewusst mache. Also insofern ist die Beteiligung des Bewusstseins nicht erforderlich, aber natürlich gibt es eine Vielzahl von neuronalen Prozessen, die unsere vorhergehende Erfahrung, unsere vorhergehenden Wünsche und unsere vorhergehenden emotionalen Reaktionen berücksichtigen. Kant geht zunächst von so einer Dualität vom Reich der Vernunft und dem Reich der Vernunft, in dem das Sittengesetz seinen Ort hat, und dem Reich der Notwendigkeit, dem Reich der Natur aus. Und er hat zeitweilig große Schwierigkeiten, beides miteinander zusammenzubringen. Also wie ist es überhaupt möglich, dass in einer naturgesetzlich bestimmten Welt das Sittengesetz seinen Ort hat, sodass eben das Sittengesetz dann auch wirklich realisierbar ist? Denn nur dann sind wir wiederum oder können wir als verpflichtet angesehen werden, diesem Sittengesetz zu folgen. Also das ist für Kant ist das ein großes Problem. Heute würde man natürlich immer noch anerkennen, und zwar aus für meine Begriffe unbestreitbaren Gründen, dass wir einen prinzipiellen Unterschied machen müssen zwischen Normen und also Normen, zum Beispiel moralischen Verpflichtungen auf der einen Seite, und Tatsachen, auch Tatsachen der Evolution. Aber auf der anderen Seite können natürlich Tatsachen der Evolution, und auch darüber hat es in den letzten Jahren eine ganze Reihe von interessanten Erkenntnissen gegeben, können uns Tatsachen der Evolution, also evolutionäre Entwicklungen, befähigen, diesen Normen zu folgen. Und dabei gibt es zum Beispiel insofern sehr interessante Erkenntnisse, als sich eben herausgestellt hat, dass Menschen keineswegs immer nur egoistisch entscheiden, sondern dass wir aufgrund unserer Vergangenheit als soziale Wesen eben sehr starke altruistische Tendenzen haben. Nur so konnten zum Beispiel bestimmte Gruppen überleben. Und das befähigt uns oder erleichtert uns natürlich auch moralischen Normen zu folgen.
Das wäre die eine Form. Ja? Prüfen Sie mal andere, ja, in dieser Alchemie, ja. Ja, der zweiten Natur, ja, der Gesellschaft, der Natur des Menschen. Was noch günstig ist, zum Beispiel Trägheit. Ja? Nicht? Die Häscher des Wohlfahrtsausschusses waren zu träge, also entkam der politische Gegner der Guillotine. Das wäre außerdem ein Fehlurteil gewesen. Ja. Das wäre eine gute Tat, die aus Versehen begangen wird. Ja, also da würde ich, also wenn es aus Versehen gegangen wird. Dann wäre es im kantischen Sinne nichts Gutes. Nein, nein, im kantischen Sinne sowieso nicht noch. Aber im hobbischen Sinne wäre es was Gutes. Ja, gut, also wenn Sie nur das Ergebnis betrachten, dann wäre es faktisch natürlich etwas Gutes. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt als entweder als Moralphilosoph oder als Theoretiker der Willensfreiheit an solche Handlungen herangehen würde, da würde ich sagen, na gut, also wenn es aus Trägheit passiert, das ist etwas, das man auch den Personen, die es machen, nicht als ihr Verdienst anrechnen kann. Also den Häscher nicht und der andere hat einfach nur Glück gehabt. Insofern ist das für eine, sagen wir, Theorie der Willensfreiheit etwas, was eben nicht als absichtliche Handlung passiert ist. Nicht so sehr interessant, weil die Theorie der Willensfreiheit fragt eben nach der Freiheit von Handlung, also von bewusst vollzogenen Handlungen, in denen eine Person ein bestimmtes Ziel verfolgt und dieses Ziel auch erreicht. Und das wäre natürlich bei Trägheit, wäre das nicht so recht der Fall. Insofern finde ich, ist das ein Beispiel, das für eine Theorie der Willensfreiheit vielleicht ein bisschen problematisch ist. Das hat mit Willensfreiheit nichts zu tun. Also wenn zum Beispiel die Kreuzritter, ja, in Jerusalem, die Kirche ist bereits hüfthoch mit Blut ausgefüllt und jetzt werden die Mörder müde. Ja? Das hat mit Willensfreiheit nichts zu tun, sondern nein, nur mit den Grenzen des Willens. Das hat mit den Grenzen... Den Willen zum Mord nicht mehr auf, ja. In der Abendstunde. Ja, ja. Also das kann, und ich meine, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise eine verdienstliche Tat ist. Es ist kein Trost, es ist nichts Gutes. Nein, es ist auch kein Trost. Nein, es ist einfach ein Moment der menschlichen Unvollkommenheit, das in diesem Falle glücklicherweise positive Konsequenzen hat. Aber es kann nur deswegen positive Konsequenzen haben, weil die in diesem Falle eben die Entscheidungen des Menschen oder dieser Menschen eben in eine so furchtbare Richtung gegangen sind. Am Abend jenes Tages im Herbst in Russland riss sich der führende Offizier des Sonderkommandos nochmal zusammen und erschoss die restlichen 5 Delinquenten, die ermordet werden sollten. Ja? Er riss sich zusammen. Er riss den letzten Willen aus sich heraus. Ja? Was wäre das? Ja, das aus wäre... Gehorsam. Das wäre... Er wollte seine Sache gut machen. Ja, natürlich, klar. Also es wäre ein entsetzlicher Fall von Verblendung, in dem man, was man zeitweilig mal sekundäre Tugenden genannt hat, also Pflichtbewusstsein zum Beispiel. Also Pflichtbewusstsein jetzt übrigens nicht Pflicht im kantischen Sinne, sondern Pflicht in einem sehr, sehr umgrenzten Sinne, über weitergehende, essentielle moralische Verpflichtungen gegenüber Menschenrechten gestellt worden sind. Wenn er sich wirklich selbst zusammengerissen hat, dann würde man natürlich sagen, ja gut, also er ist dafür verantwortlich. Er ist für dieses Verbrechen verantwortlich. Also gerade dadurch, dass er in einer, so wie es aussieht, freien Entscheidung eben sich dazu entschieden hat, eben diesen Mord weiter. Gegen die Müdigkeit. Ja. Alles in seinem Körper wehrte sich bereits. Selbst die Hand wollte nicht mehr. Ja. Aber sein Wille war noch vorhanden. Ja, ja, natürlich. Ja, es wäre ein selbstgewähltes, selbst in Selbstbestimmung begangenes Verbrechen. Ich meine, es wird dadurch so wirklich pervers, als man eine Eigenschaft von Menschen eben gegen gegen alle anderen Eigenschaften wendet. Ja, also ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Also eine Eigenschaft, die wir uns normalerweise zugute halten würden, nämlich also gegen unsere Trägheit oder gegen bestimmte andere Lässlichkeiten vielleicht anzugehen im Sinne bestimmter Pflichten, da würde man normalerweise sagen, ja, eigentlich ist das ja etwas, was uns auszeichnet. Nur das wird in dem Fall eben pervertiert, indem es für eine moralisch verwerfliche Handlung in Anspruch genommen wird. Tugenden in der Antike werden ja als Gewohnheiten auch definiert, nicht als Willensentschlüsse. Ja? Wenigstens von einigen der Schulen. Ja? Könnte man auch eine Theorie der guten Gewohnheiten und der bösen Gewohnheiten gegeneinander führen? Da wäre jetzt diffus, wo der Wille gebildet wird. Ja? Ist die Gruppe in der Lage, gute Entschlüsse
ja, zu begünstigen? Wer ist eine gute Gruppe? Wer ist eine gute Willensbildung? Oder müssen wir alles immer auf einen individuellen Entschluss